Hey Leute, bevor das Video losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Könntet ihr dem Video bitte einen Daumen nach oben geben, wenn euch Feuerwehrmann Sam Geschichten gefallen? Das würde uns sehr weiterhelfen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallöchen Leute, herzlich willkommen bei Pandido und einem neuen Feuerwehrmann Sam Abenteuer. Norman in Gefahr. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ach, heute ist so schönes Wetter zum Fahrradfahren. Aber schade, dass keiner der anderen Zeit hat. Okay, mal gucken, was in der Stadt so los ist. La 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 la. Oh, die Pizzeria. Vielleicht könnte ich da ja was essen. Und da hinten ist der Burgerladen. Ah, ich kann mich ja gar nicht entscheiden. Ach, eigentlich habe ich ja noch gar nicht so einen Hunger. Vielleicht fahre ich erstmal zu Sam. Vielleicht haben die was zu tun für mich. So, und da bin ich auch schon. Sieht ja nicht so aus, als würde jemand da sein. Aber eigentlich ist doch immer jemand da. Ach, ich guck einfach mal. So, mal sehen, ob jemand da ist. Sam, Elvis, Officer Steel? Hallo, ich bin's, Norman. Hallo, ist jemand da? Hallo? Hallo? Seltsam, hier ist es ja wie leergefegt. Naja, ich schaue noch mal oben nach. Vielleicht machen sie ja gerade Mittag. Sam, hallo? Hier oben ist auch niemand. Und die Fahrzeuge waren auch nicht da. Vielleicht sind sie ja alle bei einem Einsatz. Hallo, ist da jemand? Endlich, ich bin nicht alleine. Ja, Officer Steel, ich bin hier, Norman. Oh, warten Sie, ich nehme die Abkürzung. Hehe, Feuerwehrmann Norman im Einsatz. Wuhu! Wuhuhuhu! Haha, immer wieder ein Spaß. Hallo, Officer Steel. Hallo, Norman, was machst du denn hier? Naja, mir war langweilig und da dachte ich, ich komme euch mal besuchen. Ich wollte fragen, ob ihr was für mich zu tun habt, aber dann war keiner hier. Wo sind denn alle? Es ist so leer hier. Naja, Penny hat frei und Sam und Elvis sind gerade auf einen Einsatz gefahren. Und ich muss gleich noch etwas Papierkram erledigen. Viel zu tun gibt es hier gerade nicht für dich. Aber komm doch später nochmal wieder, dann sind die beiden bestimmt wieder da. Okay, das mache ich. Danke, Officer Steel. Bis später. Bis später, Norman. Na gut, dann fahre ich erstmal noch woanders hin. Aber wohin? Es darf ja nicht zu weit weg sein. Ich hab's. Ich fahre zu Charlie. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht hat der ja auch was zu tun für mich. Tahaha, dann mal auf zum Leuchtturm. Wuhu. Ah, da ist er ja auch schon. So, mal gucken, ob zumindest Charlie da ist. Haha, vielleicht ist er ja ganz oben. Da darf ich leider nur hin, wenn er da ist. Er meinte, sonst könnte ich da runterfallen. Als ob ich da runterfalle. Ich bin noch kein kleines Kind mehr. Hehe, erstmal klopfen. Charlie, Charlie, ich bin's, Norman. Ich komme dich besuchen. So, da bin ich aber mal gespannt. Okay, nochmal. Charlie! Charlie, hier ist Norman. Mach doch die Tür auf. Oh, anscheinend ist er doch nicht da. Was machen denn heute alle, dass sie nicht zu Hause sind? In der Stadt habe ich keinen von ihnen gesehen. Oh, wirklich seltsam. Aber vielleicht hat er mein Klopfen ja auch einfach nicht gehört. Charlie, ich bin's, Norman. Oh, die Tür war offen. Na, dann muss er ja da sein. Hallo, Charlie, nicht erschrecken, ich bin's nur. Ich wollte dich besuchen kommen. Charlie? Huhu, Charlie. Er wird doch wohl nicht vergessen haben, die Tür abzuschließen? Quatsch, Charlie doch nicht. Ich gehe mal die Treppe hoch. Vielleicht ist er ja oben und hat mich deswegen nicht gehört. Oh, ich hoffe, er hat eine Aufgabe für mich. Vielleicht darf ich ja sogar das Licht am Leuchtturm anmachen. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Und hopsa! Wow, ganz schön rutschig hier oben. Na, was ist denn hier passiert? Naja, egal. Charlie ist auch nicht hier oben. Na, dann weiß ich wirklich nicht, wo er gerade steckt. Naja, vielleicht warte ich mal hier, bis er wiederkommt. Nicht, dass hier noch irgendwer einbricht und Blödsinn macht. Oh, Junge, die Lampe. Naja, vielleicht kann ich sie mal kurz bedienen.
Ha, so, also, wie geht das nochmal? Wow! Oh! Wow, Hilfe! Oh nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, oh nein! Aber was mache ich denn jetzt nur? So, endlich alle Einkäufe erledigt. War auch mal wieder Zeit. Ah, Hilfe! Hä? Oh nein, Norman, was machst du denn da? Ich wollte dich besuchen und da bin ich ausgerutscht. Aha, hilf mir! Bin schon unterwegs, halte durch, nicht runterfallen. Halte durch, Norman. Ich rette dich. Komm schon, nimm meine Hand. Na los, ich halte dich fest. Ich kann nicht loslassen, ich habe zu viel Angst. Aber so wird es doch nichts, Norman. Du musst mir deine Hand geben, sonst kann ich dich nicht hochziehen. Nein, ich kann nicht. Hol Hilfe, bitte. Na gut, ich halte dich etwas fest, damit du nicht runterfällst, okay? Und in der Zeit rufe ich Hilfe. Hallo, Officer Steele, können Sie mich hören? Ich brauche dringend Hilfe. Norman ist ausgerutscht. Was? Norman ist ausgerutscht? Ja, können Sie bitte schnell Sam herschicken? Wir brauchen schnell Jupiter. Natürlich, Sam ist schon unterwegs. Keine Sorge, haltet durch. Hallo, ist das Sam? Ja, ich habe einen Auftrag für euch. Fahrt sofort zum Leuchtturm. Charlie braucht dort eure Hilfe. Was? Charlie braucht Hilfe? Natürlich, wir sind schon unterwegs. Durchhalten, Norm. Sam kommt gleich. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Ich weiß, ich halte dich ein bisschen mit. Halte durch. Oh nein, Sam, da oben hängt Norman. Ja, ich sehe es. Halte durch, Norman. Ich versuche es ja. Okay, Elvis, ich gehe in den Korb von Jupiter und du bedienst den Kranarm. In Ordnung? Okay, Sam, steig ein. Wir machen das schon. Okay, sehr gut, Elvis. Das passt. Und jetzt langsam und vorsichtig hoch. Okay, Norman, ich bin direkt hinter dir. Ich komme jetzt langsam neben dich und dann kletterst du in den Korb. In Ordnung? Oh, Sam, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich traue mich nicht loszulassen. Mach dir keine Sorgen, Norm. Ich kann dich auffangen, falls du abrutschst. So, jetzt pass auf. Näher komme ich nicht ran. So, pass auf, ich nehme jetzt deine Hand und dann ziehe ich dich rüber. In Ordnung? Oh, wenn es wirklich sein muss? Ja, das muss sein. Charlie hat dich ja auch noch an einer Hand. Also, bereit? 1, 2 und 3. Ah, Hilfe, Sam! Wir haben dich, Norman. Und zack, na, siehst du, ich hab dich. Und jetzt fahren wir langsam runter. Und zack, wir sind wieder auf dem Boden. Aha, puh, das war knapp. Danke, Sam. Gerne, aber sag mal, Norm, was hast du eigentlich da oben gemacht? Das ist doch viel zu gefährlich. Naja, also ich wollte erst dich besuchen, aber dann warst du nicht da. Und dann wollte ich Charlie besuchen, aber der war auch nicht da. Ich dachte, er ist vielleicht oben auf dem Leuchtturm und dann bin ich hochgegangen. Naja, dann bin ich ausgerutscht und runtergefallen. Ich konnte mich gerade noch so festhalten. Ach, Norman, was machst du denn für Sachen? Naja, da bin ich ja nochmal froh, dass das Ganze gut ausgegangen ist, aber versprich mir, das nie wieder zu tun. Na gut, Sam, ich verspreche es dir. Norman! Norman, na hör mal, Junge, da hast du mir aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Tut mir leid, Charlie, das wollte ich wirklich nicht. Versprich mir, dass du nie wieder da alleine hochgehst. Ich versprich's. Aber Sam, bist du jetzt fertig mit deinem Einsatz? Fahrt ihr jetzt wieder zur Feuerwache? Ja, das machen wir. Cool, darf ich mitkommen? Na gut, aber nur weil ich weiß, dass ich dich hier nicht alleine lassen kann. Nicht, dass du wieder solchen Blödsinn machst. Haha, nein, ich bin ganz brav. Na gut, Norm, wo das jetzt geklärt ist, kann ich ja auch endlich meine Einkäufe einsortieren. Ja, ach, tut mir auch leid, ich wollte dir wirklich keinen Schrecken einjagen. Das nächste Mal warte ich, bis du wiederkommst. Hey Leute, Mann, Mann, da hat ja Norm wieder ganz schön einen Blödsinn gebaut, nicht wahr? Aber das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Wenn ihr keine Folge mehr von Feuerwehrmann Sam auf Pandido.tv verpassen möchtet, dann abonniert uns doch. Klickt dafür einfach auf den runden Pandakopf hier oben links im Bild. Und wenn ihr weitere spannende Abenteuer aus Pandido City sehen möchtet, dann klickt doch auf eines der beiden Videos hier rechts im Bild.
Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.